Die Andacht zum Tag. Aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich will Ihnen Ihre Missetat vergeben und Ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Jeremia 31, Vers 34. Hier spricht Simon Krug, Pfarrer in Ellerstadt, Friedesheim und Gönnheim. Neuanfang, Reset. Computer wird neu gestartet. Betriebseinstellungen werden wiederhergestellt. Wie gut, dass es so etwas gibt. Den Computer zerlegen und stundenlang nach dem Fehler suchen, können nur wenige. Eine Tastenkombination, einen Knopf drücken und schon wieder darf ich neu anfangen. Wenn das im richtigen Leben doch auch möglich wäre. Aber da draußen, außerhalb vom Büro, ist es anders. Da gibt's kein Reset und alles auf Betriebseinstellung widersetzen geht auch nicht. Aber gibt's denn so etwas wie einen Neuanfang? Einst sprach Jeremia den Menschen im 6. Jahrhundert vor Christus dies zu. Ihre Sehnsucht nach einem Neuanfang war groß. Ihnen galten diese Worte zuerst. Und wir heute? Auch wir bräuchten so manches Mal einen Neuanfang. Oft im Kleinen und vielleicht auch im großen Ganzen. Leider gibt es dafür keinen Knopf. Also zumindest nicht im haptischen, also greifbaren Sinne. Menschen machen Fehler und so mancher Fehler tut weh. So ist das. Weiter geht's trotzdem. Nimmer mehr gedenken. Nicht mehr dran denken, was war, was passiert ist. Einfach ist das nicht und schon gar nicht eine Pauschallösung. Aber vielleicht kann es helfen, nicht die Fehler fokussieren, sondern das, wie mache ich es künftig besser? So unser Handeln und Tun als einen Weg zu sehen, der nicht immer gerade und hell ist. Mit einem liebenden Blick aber, der uns aufgetragen ist, darf aus so manchem Fehler etwas Neues, Ermutigendes wachsen, das Gott uns zutraut zu tun. Amen. Wir wollen beten. Guter Gott, wie gerne würde ich manchmal einfach nur einen Reset-Knopf drücken und es nochmal machen, was ich zuvor falsch gemacht habe. Wie gerne würde ich meine Fehler rückgängig machen. Wie du einst deinem Volk Israel die Zusage gegeben hast, ihrer Sünde nimmermehr zu gedenken, so bitte ich dich, hilf mir, aus meinen Fehlern zu lernen. Hilf mir, mich selbst immer wieder so anzunehmen, wie ich bin und kreativ, ermutigt und hoffnungsvoll nach vorne zu gehen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.